Kommen wir damit zur goldenen Kamera, die am vergangenen Samstag im ZDF live übertragen wurde. Ja, früher war das ja eine Veranstaltung des Springer-Konzerns. Mittlerweile sind diese ganzen Zeitschriften, die diesen Preis vergeben, ja zur Funke Mediengruppe übergegangen. Deswegen ist Funke auch der Veranstalter. Und man merkt schon, das ist alles ein bisschen kleiner geworden. Das ist nicht mehr alles so groß wie früher. Es traten früher wirklich also reihenweise Weltstars dort auf. Heute gibt es noch mal vereinzelt vielleicht welche. Und man muss sich aber vor allem fragen, wenn man sich die goldene Kamera anschaut, wie definieren wir eigentlich heutzutage gute Samstagabendunterhaltung? So jedenfalls nicht. Herzlichen Glückwunsch. Da hat die Anna Schutt das gerade noch geschafft, ne? Sonst hätte sie die zweite goldene Kamera verpasst. Meine Damen und Herren, das hat alles Sinn, dass wir jetzt hier unser schönes Studio einmal kurz verdunkeln, weil genau in diesem Moment rund um den Globus etwas ganz Besonderes passiert. Von 8:30 bis 9:30 findet die größte Umweltschutzaktion der Erde statt, und zwar die Earth Hour 2019. Millionen von Menschen, Städte und auch Wahrzeichen schalten jetzt für eine Stunde das Licht aus und damit setzen sie ein Zeichen für einen lebendigen Planeten, für Klimaschutz und für Artenvielfalt. Und um es dann eine Stunde später wieder einzuschalten und es ab sofort wieder Nacht für Nacht brennen zu lassen. Tja, damit ist der Umwelt wirklich geholfen. Eigentlich ist die goldene Kamera ein effektiver Beitrag zum Umweltschutz, denn sie lädt dazu ein, am Samstagabend die Glotze einfach abzuschalten. Leider gibt es aber zu viele andere Sender, sodass viele wohl eher um statt abschalten. Leider. Diese Gala ist an Heuchelei nicht mehr zu überbieten. Für Umweltschutz zu plädieren ist das eine, aber ihn dann auch zu praktizieren ist das andere. Eine geschlagene Dreiviertelstunde der Drei-Stunden-Show widmete man dem Umweltschutz. Natürlich ist es sinnvoll, engagierte Umweltschützer auch auszuzeichnen. Aber wie sehr das hier alles pure Lippenbekenntnisse sind, ist mit Händen zu greifen. Das geht doch schon damit los, dass einerseits uns allen eindringlich gesagt wird, wir sollten doch bitte ökologischer agieren, auf der anderen Seite aber Volkswagen einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung ist. Das ist ja so, als würde man eine vegane Messe von Deutschländerwürstchen sponsern lassen. Das Ganze findet seinen Höhepunkt darin, dass die Gewinnerin des Nachwuchspreises dann ein Auto geschenkt bekommt. Ja. In dieser Show wird Umweltschutz wirklich groß geschrieben. Und deswegen möchte ich dir gerne einen Autoschlüssel überreichen für deinen VW T-Cross, meine Damen und Herren. Ich halte eine Kamera, ist kein Problem. Kannst du Auto fahren? Ja. Ja. Gut. Wir leben in einer merkwürdigen Welt. Ausgezeichnet wird auch das Mädel, das nun seit Wochen schon zum Medienliebling avancierte, Greta Thunberg. Irgendwie merkte sie wohl selber sehr schnell, dass sie hier auf einer Gala gelandet war, die mit ökologischem Handeln wenig zu tun hat. Denn kaum einer der Möchtegern-Stars hier ist wohl mit Bus oder Bahn zur Veranstaltung gekommen. Natürlich nicht, denn der Shuttle-Service zur Show wurde ja auch von Volkswagen gesponsert. In der Politiker sagen, es ist zu teuer, die Welt zu retten, während sie Billiarden von Euro dafür aufwenden, fossile Energieträger zu subventionieren. Wir leben in einer merkwürdigen Welt, in der es niemand wagt, über unser gegenwärtiges politisches System hinauszuschauen, obwohl klar ist, dass die Antworten, nach denen wir suchen, sich nicht in der heutigen Politik finden lassen werden. Eine Welt, in der ein Fußballspiel oder eine Filmgala mehr Medienaufmerksamkeit bekommt als die größte Krise, vor der die Menschheit je stand. In der prominente Film- und Popstars, die sich gegen alle möglichen Ungerechtigkeiten auflehnen, sich nicht für Umwelt- und Klimagerechtigkeit engagieren, weil sie dann nicht mehr um die Welt fliegen könnten, um ihre Lieblingsrestaurants, Strände und Yoga-Seminare zu besuchen.
Ja, dies war ein Beitrag aus der Mediatheke. Es gibt noch weitere auf YouTube, diese hier zum Beispiel und noch viel mehr. Aber vor allem gibt es die Mediatheke auf Massengeschmack.tv jeden Samstag neu. Und Massengeschmack.tv ist ein Online-Sender mit vielen anderen interessanten Sendungen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. 14 Tage lang ist das Abo kostenlos, also einfach mal unverbindlich testen. Bis gleich.